Schön bist du dabei fürs Yoga, Rocken, Bauch und Hüfte. Du kannst dich auf eine Küsse hocken oder direkt auf die Matte, was angenehmer ist, oder vielleicht auf eine Decke. Dass du gerade die Wirbelsäule hast, schön entspannte Schultern, schließt deine Augen und ganz bewusst atmen. Atme ganz bewusst durch die Nase, Lunge, wenn es geht, bis im Bauch und vom Bauch wieder aus. Durch die Nase atme ganz tief, ganz bewusst. Nimm jede Ein- und Ausatmung ganz bewusst vor. Mit der nächsten Ausatmung kannst du den Kopf einmal nach rechts ausdrehen, bis du die Dehnung spürst, tief wieder atmen. Dann mit der Ausatmung den Kopf nach vorne unten zur Mitte bringen, mit der Einatmung bei der linken Seite wieder rauf. Und dann mit der nächsten Ausatmung wieder langsamer hochgehen, zur Mitte, runter und ich zur rechten Seite wieder hochgehen. Wenn du ganz sicher bist, kurz schauen und schön im eigenen Atemrhythmus wieder mal Bewegung geniessen. Tief atmen, immer mit der Ausatmung hochgehen. Und mit der Ein langsam wieder hoch. Und wenn du auf der linken Seite bist, bleib tief in der Atmung. Und mit der Einatmung zur Mitte zurück, den Kopf ganz gerade. Einmal tief ein- und ausatmen und dann die Augen langsam wieder öffnen. Und die Hände über den Kopf bringen, die Handflächen schauen sich an, die Schultern sind entspannt und dann die Handflächen zusammenbringen für die Gebetshaltung, ausatmen. Ins Herzmutra geht tief ein, schön öffnen, kannst du auch gerne mal schauen. Gebetshaltung und aus, wieder Herzmutra. Tief ein, richtig schön öffnen. Aus, Herzmutra. Nochmal tief ein, schön wieder öffnen. Gebetshaltung und aus, Herzmutra. Nochmal tief ein. Lang machen, gebetshaltig und aus, nochmal ins Herzmutter. Tief ein, nochmal richtig schön, lang machen, gebetshaltig und aus, Herzmutter. Dann kannst du von dem Küsse herkommen, wenn du den Küsse hockst, also auf die Seite legen, Schneidersitz. Und dann gehen wir in Drehsitz zur rechten Seite. Mit der Ausatmung bringen die linke Hand zu dem rechten Bein und die rechte Hand ganz nah zum Körper. Und schön tief wieder atmen. So, schau, dass die Wirbelsäule wieder gerade ist. Bewegung aus dem Hüftbereich.
Ria hat mich zur Mitte zurück und magst bei wechseln und aus zur anderen Seite. Und jetzt schau, dass sie schön zentriert hat, auf beiden Sitz genommen hat. Ich glaube, sie will ihn aufrichten. Der Bauch vielleicht ein bisschen stark und tief dran. Und mit Ria atmen, wieder zur Mitte zurück und das rechte Bein ausstrecken, links ist angewinkelt. Und dann schön im Hüftbereich in die Vorwärtsbewegung ganz bewusst lang machen und ganz bewusst aus den Hüften entspannen und tief wieder atmen. Da zeige ich dir noch verschiedene Varianten, du kannst selber entscheiden, ob du so bleibst. Schön tief atmen. Oder vielleicht das linke Bein auf der rechten Oberschenkel ist und dann nach vorne kommst mit der Ausatmung. Oberkörper lang. Oder so geht der linke Arm hinter den Rücken und den Fuß fassen. Und dann wieder nach vorne entspannen. Je nachdem, was geht. Aber das, was wohl tut. Tief wieder an. Ja, mich wieder aufkommen. Dann kannst du beide Beine nebeneinander bringen, wechseln, das rechte Bein anwinkeln und nach vorne in die Vorwärtsbeuge kommen mit der Ausatmung. Und hier wieder schön lang machen, ganz lange Wirbelsäule. Schön aus dem Hüftbereich entspannen, tief atmen. Und dann selber entscheiden, welche Variante das ist, ob du so bleibst. Oder nur das Bein aufnimmst oder der Fuß fassst. Das, was geht für dich, und wieder schön nach vorne und entspannen und tief wieder an. Ja, ich will hochkommen. Und nochmal in Drehsitz. Auf die rechte Seite. Die linke Hand zu dem rechten Bein bringen und die rechte Hand ganz nah zum Körper. Und da probiere B, die Sitz genau auf dem Boden lassen. Schön aus den Hüften ausdrehen. Tief atmen. Ja, mit der Mitte zurück, bei wechseln. Das rechte ist ausgestreckt, das linke angewinkelt und in Drehsitz zur linken Seite. Schön, schau, dass du wieder gerade die Wirbelsäule hast. Und aus der Hüfte ausdrehst. Tief wieder. Ja, mich zur Mitte zu. Dann in der Grätsche kommen. Wie groß das ist, das kannst du selber entscheiden. Das kleinere, größere, was angenehmer ist für dich.
Wir sind schon da, schön auf Bettner Sitz genommen. Kannst du dich nochmal abstützen neben dem Gesäß? Oder da die Hände auf dir Bein bringen und aus dem Hüftbereich mit eher einem geraden Rücken nach vorne gehen. Mit einer Ausatmung. Und jetzt, je nachdem, was es gut tut und was geht, kannst du die Hände entweder hinter dem Gesäß, auf dem Bein oder so, wenn ich nach vorne bringe, schön lang machen und nach vorne entspannen. Aber da wirklich auf den Körper achten, nur dass es gut geht, was sich gut anfühlt. Und bewusst mit jeder Ausatmung ein bisschen mehr entspannen. Der mit der Einatmung langsam wieder raufkommt und den Ausdrehen in Tischposition, Vierfüßlerstand. Schön schauen, dass die Hände unter der Schulter sind, Knie unter der Hüfte, etwa Hüfte abeinander. Bauch stark, Wirbelsäule so gerade wie möglich. Wir gehen in die Ebene, ja, mal rechten Arm, linkes Bein. Probier so gut wie möglich, eine Linie mit dem Oberkörper zu bringen. Schön aus der linken Schulter drücken, stark, sie tief atmen. Du kannst so bleiben. Oder mit Rausatmung mit der rechten Arm nach hinten bringen, das linke Bein anwinkeln und probiere den Fuß zu fassen. Und schön tief wieder atmen. Schön spanne Kraft haben. Ja, mal lang machen für einen Moment. Und sag heute schön mit. Ganz bewusst starker Bauch. Ja, mal linker Arm, rechtes Bein. Gut, es geht. A-Linie. Schön aus der rechten Schulter drücken. Und dann Ritter kommt raus ab mit dem linken Arm und probiere den rechten Fuß zu fassen, wenn es geht. Wenn es nicht geht, in der Ebene bleiben. Und tief wieder ab. Wo stark sie. Ja, mal lang. Und sag. Und rette mit Rosa ab, wie die Kinderstellung. Probiere Gesäß oder Fersen, Oberkörper auf die Oberschenkel legen. Und schön tief wieder atmen. Ja, mir geht die kleine Kobra, viel Kraftdrucker gesäß. Ganz bewusst stark sind nach vorne oder vorne aber schauen. Schön tief in die Rappen. Rausatmen, gehen, Zehen ausstellen und ausatmen, abwärts lagern da unten. Steißbein richtig dick, schön die Handflächen im Boden trocken. Okay, probiere so gerade wie möglich und dann ein bisschen laufen mit dem Hund. Schön langsam. Von einer Seite zu der anderen, immer dabei bügeln, das andere strecken, richtig geniessen. Stoppen mit der Bewegung. Ein kleinen Moment bleiben. Und dann ja, mal auf Knie. Und aus Ritter in Kinderstellung wieder probieren. Gesäß richtig Fersen, Oberschenkel auf den Oberkörper zusammenbringen. Und schön tief wieder ab.
Ja, meine Klee. Cobra, Schöte, Fitrapa. Viel Kraft, Rucker, Gesäß. Ich bin die ganze Kraft aus dem Rücken und aus dem Gesäß. Und ausatmen, langsam machen, kommt Bedia nach vorn. Ganz so in die Heuschrecken-Variante mit dem rechten Arm, linken Bein. Und jetzt richtig viel Kraft haben. Mit dem Rücken, Gesäß, Arm rechts und Bein links. Und tief in die Arme. Da so. Der Kopf, das angenehm ist für den Nacken. Sich gut anfühlt. Draußen kann einen kleinen Moment entspannen. Tief wieder atmen. Die Arme wieder nach vorne bringen und jetzt hier mal linken Arm und rechtes Bein weg vom Boden für die Heuschrecke, tief in den Arm. Da wird der Kopf so, dass es angenehm ist für den Nacken. Viel Kraft, Rucker, Gesäß. Du Sachen kann einen kleinen Moment entspannen. Kommt bei dir hin zum Brustkorb, Zehen aufstellen und in aufwärts schauen, der Hund mit der nächsten Ausatmung. Wieder das Steißbein richtig dick ist, aus den Schultern trocken, stark sein. Handflein im Boden. Und mit der nächsten Ausatmung das rechte Bein richtig Körper zu, also Oberschenkel ganz bewusst probieren, zum Oberkörper zu bringen, schön tief in dran. Und damit der Atmung, wenn es geht, richtig dick strecken, wenn es nicht geht, am Körper lassen. Tief in den Atmen. Draußen kann man schön in Mitte, stark in den Schultern an. Damit der Ausbein wieder heranziehen zum Körper. Aber schön den Oberkörper zusammenbringen, so gut wie es geht. Schön im Abwärtslagen noch bleiben. Und mit einer Atmung das Bein richtig dick, wenn es möglich ist, so es lässt, tief in die Atmung. Und mit einer Ausatmung anbringen, noch mal kurz hin mit. Schön stark bist und in die Atmung auf Knie und aus Rhetorik Kinderstelle. Moment entspannen, tief atmen. Atmung in Cobra, klein oder groß, was besser geht. Die groß bist, schön lang machen, nach vorne, vorne runter schauen, aus den Schultern trocken. Und der kleine oder große stark sein im Rücken und im Gesäß.
Ausatmung langsam mit Rakor, Zehen aufstellen und ausatmen, abwärts lagen der Hand wieder schön. Steißbein richtig dick, aus den Schultern trocken, Handflächen im Boden. Und die Ferse richtig Boden, so gut es geht. Tief atmen, ganz stark sein. Ausatmen, das rechte Bein nach vorne, wir gehen in den Krieger 1, links ausdrehen. Ja, die Arme aufbringen, Schultern setzen, schauen das Knie beim Knöchel ist wieder leicht dahinter. Schön, Spannung, Kraft haben, ganz bewusst stark sein. Ganz bewusst stark in der Kriegerposition sein. Krieger 1. Und wir drehen die Hüfte ein bisschen aus, das linke Bein und kommen so in Krieger 2 und schauen über den rechten Arm und tief wieder ab. Kannst du so bleiben oder Unterarm fassen oder wenn es geht, die Gebetshaltung auf den Rücken, was möglich ist für dich und tief wieder ab. Wenn das Knie über dem Knöchel ist, wenn das Knie gegen innen kippt, eher nach vorne schauen lassen. Schön Spannung, Bauch, Gesäß, stark sein. Die Ausatmung nach vorne gehen, die Hände vom Boden ausdrehen und in den abwärts lagenden Hund mit der nächsten Ausatmung. Schön Kraft reinbringen, tief atmen, Steißbein richtig dick. Die nächste Ausatmung, das linke Bein nach vorne für Krieger 1. In der rechten Fuß hochkommen mit der Einatmung. Und dann mit der nächsten Einatmung Arm auf, Schulter setzen. Und mit der schönen Spannung haben. Zehe bis in die Fingerspitze stark stehen. Tief atmen auf das Knie, dass es über dem Knöchel ist und nicht so weit vorne. Ausatmung ausdrehen für Krieger 2. Auch wieder aufs Knie achten. Die Schultern sind entspannt. Die Arme und Schulter in einer Linie. Wir schauen über den linken Arm. Tief wieder atmen. Mit der Solar oder wenn es geht, Gebetshaltung oder Unterarm fassen auf dem Rücken. Dass es passt. Und tief wieder atmen. Ganz stark, Bauch, Gesäß. Den Ausatmen, die Hände wieder nach vorne, bring auf die Matte und retten mit der nächsten Ausatmung in abwärts lagen da. Schön tief atmen. Drei Atmung auf die Knie. Und aus. Rhetorik, Kinderstelle. Gesäß oder Fersen, Oberkörper auf die Oberschenkel legen. Kannst du so bleiben oder die Hände in die Gebetshaltung bringen und die Gebetshaltung in den Nacken legen. Wenn das aber sich nicht gut anfühlt, einfach die Arme wieder nach vorne oder neben den Körper. Die Gebetshaltung im Nacken bewirkt, dass man uns noch ein bisschen mehr entspannen kann. Aber wenn es nicht führt, wie gesagt, die Arme einfach wieder in die andere Haltung bringen. Dann die Arme rausstrecken, Handfläche auf die Matte legen und ja, mal in die kleine Kobra oder in die große, was besser geht und schön tief atmen. Viel länger in der große, stärker über die kleine oder die große bist.
ausatmen, geh Gott sehen und aufstellen. Und ausatmen, ein abwärts lagen. Viel Kraft reinbringen, aus den Schultern drücken für einen Moment. Die Knie beugen, mit den Füßen zwischen den Händen nach vorne laufen, Ellbogen fassen, Knie sind Leichtbogen. Und den Oberkörper einen kleinen Moment entspannen lassen. Vielleicht auch leicht wippen, was gerade passt und tief dran. Dann die Ellbogen loslassen und schön langsam Wirbel für Wirbel aufkommen. Und aufmacht den Stau in Bergstellung, bei Hüfte nebeneinander, für eine schöne Parallel. Bauch schon sehr schön stark und dann haben Arme über den Kopf, wie Gebetshaltung. Fingerinnen entlang machen und die Armflächen richtig dick, richtig lang strecken. Schön Spannung aufbauen und die Arme in sehr starken Kopf, Fersen weg vom Boden. Und jetzt tiefe Atmen nicht vergessen. Ausatmen, wenn du auf die Fußsohle kommst, den nächsten aus. Arm abbringen. Dann eine schöne Grätsche kommen, wie ein Krieger zweigängt ist. Und so gehen mit Flanken öffnen, Ellbogen, rechte Ellbogen aufs rechte Bein, mit drei Atmen links hochkommen und du schön zur rechten Seite zur lang machen. Jetzt aber geh nicht nur auf dem rechten Bein die abstützen, sondern probier Spannung an, Bauch sehr stark sein. Tief atmen. Freiatmung zur Mitte zurück. Aus. Arme bringen nach vorne aus. Drei. Und zur anderen Seite wechseln. Knie beugen. Und dann der Ellbogen auf das linke Bein. Und mit Freiatmung rechts auf den Korn. Schön zur linken Seite zur. Ganz lang mal. Nur da wieder probieren, stark sein, spannig haben. Tief atmen. Triatmen, wieder auf den Chaos. Arme bringen nach vorne los, drei. Und zusammenkommen. Bei Hüfte der Banampisch. Oder ganz zusammen, was besser geht. Denn hier hat man es recht, rechte Arm auf und aus, für die Flankenöffnung zur linken Seite kommen. Schön tief atmen. Und schau, dass die linke Hand schön am Bein lässt. Viel Spannung hat. Ja, man auf den Kurs, die rechte Hand zum Beilegen und stark bleiben. Ja, mal links auf den Kurs und aus, die Flankenöffnung zur rechten Seite. Tief dran. Und die zur Mitte zurück und aus. Ah. Und dann auf die Matte kommen. Und herlegen und gerade das Päckchen bei herzuziehen. Und das liegende Päckchen kommen. Schön tief wieder an. Arm neben den Körper mit Rausatmung, Bein richtig Decke strecken und Kehrhaltung stark sein im Bauch und Zehen richtig Decke schauen lassen. Schöne Bauchübung mit Rausatmung, Bein richtig Boden bringen, wenn es geht, kurz vor dem Boden stoppen mit Raus langsam wieder auf. Mit
drei, stark, wenn es geht, kurz vor dem Boden stoppen, sonst ganz ablegen und aus, ohne Schwung, mit Kraft, wieder auf. Nochmal los, und nochmal. Schön stark sein, wieder am Aufkommen. Und noch einmal schön lang machen, wenn es kurz vor dem Boden stoppen und langsam aufkommen. Bei Ja-Winkler, Schiebeinfasern. Und mit einer Ja-Atmung herzuziehen. Einen kleinen Moment entspannen. Mit der Atmung ganz herzuziehen, für den Wind lösen, aus, Kopf zu den Knie, mit der Atmung ankommen, aus, beilich lösen. Ich wieder herzuziehen, aus, Kopf zu den Knie, ich langsam wieder ankommen, aus, lösen. Ich herzuziehen, aus, Kopf zu den Knie. Ich auslösen und die Füße abstellen. Arme sind schön über dem Körper, die Füße wieder beieinander, schön parallel. Das Knie in anderer Linie sind mit der Hüfte. Dann richtig schön Kraft aufbauen. Ja, mal langsam Wirbel für Wirbel weg vom Boden. Ein stark Bauch, Rücken, Gesäß. Probiere auch vielleicht Brustkorb richtig hinzubringen. Tief atmen, ganz viel Spannung, Kraft haben. Und dann ausatmen, langsam Wirbel für Wirbel wieder ankommen, das ganz am Schluss. Stark bleiben, bis ganz auf dem Boden bist, erst loslaufen. Wenn du bist und dann für die Figur 4 das rechte Bein aufs linke legen, die rechte Hand kommt in der Mitte, links außerhalb. Wir fassen das linke Bein entweder am Schenkel oder am Skibein, was geht. Und tief wieder atmen. Jetzt ganz bewusst in die rechte Seite atmen, Gesäß, Schenkel, unterer Rock. Die Knüse. Sie atmen, ausatmen. Du kannst es so bleiben oder so das Tänz zum Schenkel bringen, wenn sie am Skibeck hast. Entweder am Schenkel fassen oder oberhalb vom rechten Bein das linke Bein fassen oder wenn es geht, Zehe fassen oder wieder, was möglich ist für dich. Achte darauf, dass so viel wie möglich vom Körper auf dem Boden lässt. Schön tief wieder ab. Bei dieser Übung bleibt der Oberkörper schön entspannt auf dem Boden. Ja, mal loslassen, aus, beide Beine nebeneinander abstellen, wieder in die Haltung für die Brücke. Schön, dass du schöne Grundhaltung hast und dann ja, mal langsam wieder Wirbel für Wirbel aufgehen, stark Bauch, Rücken, Gesäß. Dann probieren, Brustkorb, Kinn ein bisschen zusammenzubringen, schön Spannung haben, die Knie achten. Tief atmen. Und den aus, langsam wieder Wirbel für Wirbel ankommen. Schluss, wenn du ganz runter bist und dann das linke Bein aufs rechte legen für Figur 4.
Rußatmung Bein zum Körper bringen. Jetzt kommt die linke Hand in die Mitte, rechts außerhalb, rechte Schenkel oder Schienbein fassen und die Beine zum Körper ziehen, so weit es gut geht. Und schön tief in die Atmung. Schön die linke Seite atmen, den Rücken, Gesäß, Schenkel. Wieder bleiben oder die Hand zum Schenkel bringen, das rechte Bein strecken, die Hand lassen oder weiter rauf bringen, in die Position, was geht, vielleicht sogar die Zehen fassen, je nachdem. Aber der Körper bleibt schön entspannt auf dem Boden und tief in die Atmung. Ja, mit loslassen, aus, beide Beine abstellen. Einmal richten für Brücke. Schöne Grundhaltung und dann viel Kraft aufbauen. Langsam wieder raufkommen, Wirbel für Wirbel. Stark Bauchgesäße, darauf achten, schön viel Kraft haben. Die Knie achten, dass sie hüpfig sind. Tief atmen, nicht vergessen. Mit der Ausatmung langsam Wirbel für Wirbel wieder ankommen. Gesäß ganz am Schluss und der Schluss, wenn du ganz runter bist. Die Arme ins Zeh legen. Verlängere die Schulter, Beine bis herzuziehen für das Krokodil. Beine sind zusammengepresst, aber gehen schön stark sein. Wo im Bauch. Wir gehen das Krokodil und legen aber Beine nicht ab. Bringen Beine mal mit der Ausatmung zur rechten Seite. Stoppen kurz vor dem Boden. Beide Schultern bleiben auf dem Boden, dann mit einer Atmung langsam die zusammenpressen Beine wieder zur Mitte und aus zur anderen Seite. In zur Mitte und aus wieder nach rechts, schön aus dem Hüftbereich. Stark im Bauch, in zur Mitte. Und aus, zur anderen Seite. Aber die Beine bleiben zusammengepresst. Dann mit drei wieder zur Mitte zurück. Aus, nach rechts. Bis kurz vom Boden. Ganz starke Beine, schön zusammengepresst. Drei zur Mitte zurück. Schau, dass der Bauch stark bleibt. Aus, nach links. Kurz stoppen vor dem Boden. Drei, zur Mitte zurück und aus, nach rechts. Stoppen vor dem Boden. Ein, zur Mitte zurück und aus, nach links. Und stoppen vor dem Boden. Tief, zur Mitte zurück. Und aus, nochmal nach rechts, wieder stoppen und stark bleiben. Tief ein und aus, zur linken Seite. Mit drei zur Mitte zurück und aus, entspannen zur rechten Seite. Wenn du magst, kannst du die rechte Hand aufs linke Bein legen. Kopf leicht zur linken Seite ausdrehen und schön entspannen, tief atmen. Ganz bewusst aus der Hüfte loslassen.
Dann kannst du den rechten Arm wieder seitlich bringen, mit 3 zur Mitte zurück und aus fürs Krokodil zur linken Seite. Die linke Hand aufs rechte Bein, Kopf leicht zur rechten Seite ausdrehen und schön aus den Hüften entspannen, loslassen und geniessen. Tief atmen. Dann kannst du den linken Arm wieder seitlich bringen. Mit Reatmung zur Mitte zurück. Und wieder das liegende Päckchen, Skibein fassen. Und die Beine mit Reatmung oder Ausatmung, was gerade besser geht, heranziehen. Dann die Beine loslassen, mit der Ausatmung richtig dicke strecken. Sehr richtig dicke, bauchstark, beinstark. Wenn Mühe hast, kannst du Beine gerne haben und dann unsere Venenübung ausatmen. Sehr richtig Körperzüge und mit der Reatmung richtig dicke aus zum Körper. Und die so weit wie möglich zu dicke. Und aus, wieder zum Körper. Und jetzt hier so weit wie möglich. Und die wieder richtig dick. Aus zum Körper. In zu dick. Aus zum Körper. In zu dick. Nochmal aus zum Körper. Und in zu dick. Nochmal aus zum Körper. Und ein zu dick. Aus zum Körper. Und ein nochmal so weit wie möglich zu dick. Und dann die Beine anwinkeln. Skibein fassen. Nochmal ins liegende Päckchen. Und Beine mit Rehe oder Ausatmung, was besser geht, ganz zum Körper ziehen. Tief atmen. Dann mit Ausatmung den Kopf zur rechten Seite ausdrehen, bis du leicht die Dehnung spürst. Ein zur Mitte zurück und aus nach links. Und dann mit drei ein zur Mitte zurück. Kannst du mit der Ausatmung die Beine loslassen, ausstrecken. Mit der Entspannungshaltung gängt ist und dann die Handflächen richtig baden. Bauch schön stark, wir gehen eine kleine Atemübung, einatmen, Arme über den Kopf, aus, hinten ablegen, Hand rocken auf dem Boden und dann einatmen, richtig dicke und aus, neben dem Körper die Handflächen wieder ablegen. Tief, einatmen, richtig dicke, aus, Hand rocken, hinten am Boden ablegen, wenn es geht und ein, wieder richtig dicke. Und aus, neben dem Körper ablegen. Tief ein, richtig dick aus, geht hin, Hand rücken, richtig Boden oder auf den Boden. I, richtig dick und aus, neben dem Körper ablegen. Und jetzt ist ein Wasser gekommen. Entspannungshaltung, macht es schön bequem. Und das gut loslassen kannst, entspannen kannst, durchschliessen. Entspann deine Zehen, Füße, Beine. Entspann das Gesäß. Entspann den Rücken. Entspann den Bauch. Entspann den Brustkorb. Entspann die Schultern. Entspann deine Arme, entspann die Hände, alle
Fänge. Entspann die Nacken. Gaume, entspann den Mund, entspann die Wange, entspann in die Augen und Stirn. Lass die letzte kleine Anspannungen los und atme tief und gleichmäßig weiter. Fangen wir mit ganz kleinen Bewegungen. Beweg dich all mehr und mehr. Vielleicht Zehenspitzen, Finger, Hände, Füße, Armbeine. Vielleicht magst du mal nur ganz lang strecken. Und dann kannst du noch für einen Moment auf die rechte Seite ausdrehen, am Herzplatz machen. Zwei, dreimal tief ein- und ausatmen. Langsam aufkommen in eine sitzende Position. Danke vielmals fürs Mitmachen, fürs Dabeisein. Namaste.